Astrologie fasziniert die Menschen seit jeher. Zu allen Zeiten und in allen Kulturen richteten die Menschen den Blick in den nächtlichen Sternenhimmel. Aus ihren Beobachtungen, Entdeckungen und Erfahrungen gewannen sie Erkenntnisse über die Zusammenhänge von Kosmos und irdischem Leben. Aus dieser ganzheitlichen Betrachtung heraus entstand die Astrologie, die bis heute nichts von ihrer Faszination verloren hat. Fast jeder kennt sein Sternzeichen und die zugehörigen Charaktereigenschaften und viele lesen sogar regelmäßig ihr Horoskop. Für die meisten Menschen sind Horoskope in erster Linie Unterhaltung. Doch die Astrologie hat sehr viel mehr zu bieten. Das Sternzeichen gibt erste Hinweise auf die Persönlichkeit eines Menschen. Man kann aufgrund der laufenden Konstellationen auch gewisse Tendenzen für einzelne Sternzeichen ableiten. Aber Horoskope, die man in den Medien für ein breites Publikum macht, die müssen immer allgemein gehalten werden und sie sollen natürlich auch unterhalten. Wer es genauer wissen und tiefer gehen will, kann sich ein persönliches Geburtshoroskop erstellen lassen. Dazu dient als Basis das Geburtsdatum mit Einbezug der exakten Geburtszeit und des Geburtsorts. Ein Geburtshoroskop zeigt die Konstellation der Gestirne zum Zeitpunkt der Geburt. Aus der Position von Sonne, Mond und Planeten sowie Aszendent und Himmelsmitte in den 12 Tierkreiszeichen lassen sich die Talente ersehen, die zur Entfaltung gebracht werden wollen. Aber auch die Schwierigkeiten, die gemeistert werden müssen. Darüber hinaus zeigt das Geburtshoroskop die Wirkungsbereiche eines Menschen und letztlich seine Lebensbestimmung. Das Geburtshoroskop bildet das Potenzial eines Menschen mit Hilfe von Symbolen ab. Das macht es zu einem äußerst wertvollen Diagnoseinstrument. Das Geburtshoroskop dient der Selbsterkenntnis, der Persönlichkeitsentwicklung und der Sinnfindung. Weil sich die Gestirne fortlaufend bewegen, bildet sich in jedem Zeitpunkt eine einmalige Gesamtkonstellation, die sich nie mehr wiederholen wird. Damit ist jedes Horoskop und jeder Mensch einzigartig. Die Berechnung und Zeichnung eines Horoskops kann heute mit dem Computer erstellt werden. Es gibt unterdessen auch sehr gute schriftliche Analysen vom Computer. Aber in einer persönlichen Horoskopbesprechung kann man weitergehen, insofern als man die konkreten Lebensumstände einbeziehen und auch auf spezifische Fragen eingehen kann. Professionelle Astrologinnen und Astrologen, wie beispielsweise die Fachmitglieder des Schweizer Astrologenbundes, beraten Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Zum Beispiel bei der Standortbestimmung, der Berufswahl und Laufbahngestaltung, bei Partnerschafts- und Familienfragen. Sie unterstützen Menschen bei wichtigen Weichenstellungen und in kritischen Lebenssituationen. Doch bekommt man in einer astrologischen Beratung auch konkrete Zukunftsprognosen? Das Horoskop zeigt nie, was konkret in der Zukunft geschehen wird. Es zeigt aber, welche Herausforderungen und Chancen sich in einer bestimmten Lebensphase stellen. Was der Mensch aber daraus macht, liegt in seiner persönlichen Freiheit, aber auch in seiner Verantwortung. Ein guter Astrologe kann aufzeigen, welche Entwicklungsschritte zu einem bestimmten Zeitpunkt anstehen und wie diese am besten zu meistern sind. Damit kann er eine wertvolle Orientierungshilfe bieten. Die Astrologie kommt auch in der Unternehmensberatung zum Einsatz. Claude Weiss gründete 1978 die Astrodata AG und berät neben Privatpersonen auch Unternehmen. Wenn man ein Horoskop für eine Firma machen will, wählt man den Gründungsmoment der Firma oder den Start der Aktivitäten der Firma. Die Astrologie kann im Unternehmen eingesetzt werden, und zwar um das Potenzial einer Firma zu beschreiben und auch sehr schön zu charakterisieren, wann bestimmte Aktionen durchgeführt werden können,
Also wann es zum Beispiel gut ist, ein bestimmtes Produkt zu lancieren. Sie forschen intensiv auch auf dem Gebiet der sogenannten Mundanastrologie, die sich mit globalen Entwicklungen befasst. Wie kommt die Astrologie in diesem Bereich zu ihren Aussagen? Die Mundanastrologie ist die Astrologie der Länder und Völker. Und zusätzlich auch der gesellschaftlichen Entwicklungen. Und wir arbeiten hier sehr intensiv mit den Planetenzyklen. Die Finanz- und Börsenastrologie beschreibt die Zyklen der Börse und die Zyklen des Wirtschaftsgeschehens. Und entsprechend kann man hier sehr gut auch schauen, wann läuft es gut an der Börse und wann gibt es Krisen. Und ein solches Beispiel war eben, wie die Astrologen schon Jahre oder Jahrzehnte im Voraus sagen konnten, im Jahre 2008 kommt es zu einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise. Die Astrologie wird in Unternehmerkreisen zunehmend in Entscheidungsprozesse einbezogen. Erwin Brunner ist ein sehr erfolgreicher Vermögensverwalter und hat mit seiner Firma verschiedene Preise im Fondsmanagement gewonnen. Herr Brunner, wie kommen Sie dazu, die Astrologie in Ihre Analysen mit einzubeziehen? Ich bin neugierig, ich bin rational und ich versuche für meine Klienten das Beste herauszuholen. Deshalb bin ich auch auf Zyklen gestoßen, respektive auf die Astrologie. Ich stelle fest, dass selbst die Schweizer Großbanken in die Richtung der Zyklen gehen und ich denke, es macht Sinn. Was hat die Astrologie konkret gebracht für Sie und Ihr Unternehmen? Na sicher habe ich bessere Entscheide getroffen. Nicht alleine wegen der Astrologie, aber zusammen mit der technischen Analyse und mit der Makroanalyse hat das einiges verbessert für mich und natürlich auch für unsere Klienten. Astrologie wird von Laien gern mit Hellseherei verwechselt, hat aber damit nichts gemeinsam. Es braucht auch keine übersinnlichen Fähigkeiten, um sie zu erlernen, sondern im Gegenteil ein seriöses mehrjähriges Studium. Verena Bachmann, welche Voraussetzungen sollte jemand mitbringen, der ein Astrologiestudium beginnen möchte? Idealerweise verfügen Interessenten über eine abgeschlossene schulische Ausbildung oder eine Berufsausbildung. Sie sollten auch Sinn für abstrakte Zusammenhänge und Symbole haben, sowie eine gefestigte Persönlichkeit. Zurzeit gibt es keine staatliche Anerkennung für ein astrologisches Diplom. Ein Diplom ist also nur so viel wert wie der Ruf der Schule, die das Diplom ausstellt. Der Schweizer Astrologenbund ist zurzeit daran, Schulen zu zertifizieren, die den Anforderungen genügen. Welche Konsequenzen hat es, dass die Astrologie nicht staatlich anerkannt ist? Astrologen sind ganz auf sich selbst gestellt, auf ihre eigenen Ressourcen und eigenen Netzwerke. Sie müssen auch die volle Verantwortung für ihre Arbeit übernehmen. Zudem müssen sie immer mit kritischen Fragen einer uninformierten Öffentlichkeit sowie mit Angriffen von Astrologiegegnern rechnen. Ist es das Ziel Ihrer Schule oder des Schweizer Astrologenbundes, die Astrologie wieder an die Universität zu bringen? Zurzeit gibt es keine diesbezüglichen Bestrebungen. Der Schweizer Astrologenbund könnte allenfalls in der Zukunft das Thema Fachhochschule anpeilen. In der internationalen Astrologiegemeinde gibt es allerdings Bestrebungen, Astrologie wieder zurück an die Universität zu bringen. In anderen Ländern geht man einen Schritt weiter und strebt eine universitäre Anerkennung an. Karin Hamacher-Sondag ist international tätige Dozentin und bietet in ihrer Schule in der Nähe von Amsterdam mehrjährige Ausbildungen in Astrologie und Jungscher Psychologie an. Frau Hamacher, wird die Astrologie in Holland auch an der Universität gelehrt?
Die Astrologie wird noch nicht an der Universität gelehrt, aber wir bauen am Moment an eine Bachelor-Ausbildung in der Astrologie nach internationalen Gesetzen. Und wir werden begleitet durch Spezialisten. Die ersten 2 Jahre sind schon fertig. Wir haben schon Studenten, die mit uns alles ausprobieren. Es ist aber noch eine Riesenarbeit und es wird noch viele Jahre dauern. Weshalb sind Sie der Meinung, dass die Astrologie an die Universität gehört? Die Astrologie gehört an die Universität, weil es ein empirisches Gebiet ist, es ist eine empirische Wissenschaft, die auch Resultate gibt und deshalb wertvoll ist, um weiter studiert und untersucht zu werden. Ist man denn in Holland an der Universität offen für die Astrologie? Am Universität selber ist man in die Öffentlichkeit nicht offen, aber da hinten, wenn man die persönlich spricht, dann sieht man mehr Offenheit, als man glaubt und auch Professoren sind oft auch ganz positiv dem Astrologie gegenüber. Wo stoßen Sie mit der Astrologie hauptsächlich auf Widerstand? Der größte Widerstand der Astrologie ist in den Medien. Die haben so ein blödes Bild von der Astrologie und so viel Unsinn. Und das ist eigentlich das Problem. Aber wenn man dann weitergeht, zum Beispiel im großen Betriebe, wo ich auch arbeite, auch Betriebshoroskope machen, die sind wieder ganz offen, wollen aber darüber in die Öffentlichkeit nicht sprechen, weil die Angst haben, durch den Medien nicht seriös genommen zu werden. Auch in der Schweiz ist man heute offener für das Thema. Margret Siegrist ist Ausbildnerin in psychologischer Astrologie und hat an der Universität Bern über Astrologie referiert. Im Rahmen des Psychologiestudiums an der Uni Bern wird für Studierende des 3. und 4. Semesters das Seminar Persönlichkeitspsychologie abgehalten. In der letzten der jeweils 8 Veranstaltungen habe ich meinen Vortrag gehalten, jeweils 2012 und 2013. Das Thema meines Vortrags war, wie kann man in der Astrologie Persönlichkeitsbeschreibungen machen? Ich konnte nebst dem auch aufzeigen, wie komplex die Astrologie ist, dass die Astrologie eine Symbolsprache ist und auf analogem Denken beruht. Und dass wir in der Astrologie von den Archetypen ausgehen. Wie waren die Reaktionen der Psychologiestudenten? Sind sie auf viel Skepsis gestoßen? Ich habe grundsätzlich die Auseinandersetzung mit dem Thema als sehr ernsthaft erlebt und sie wurde auch fair geführt. Die kritischsten Fragen waren im Zusammenhang mit zum Beispiel: Wieso wird in der Astrologie nicht mehr Grundlagenforschung betrieben, um Wissenschaftlichkeit zu generieren? Und auch, wie kann man die Astrologie grundsätzlich ernst nehmen, wenn sie nicht auf wissenschaftlicher Basis beruht? Der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Astrologenverbandes, Dr. Christoph Schubert-Weller, hat sich für die Anerkennung der Astrologie eingesetzt. Woran liegt es, dass die Astrologie keinen Nachweis erbringen kann? Es gibt genügend Nachweise dafür, dass irdisches Leben von planetaren Konstellationen beeinflusst bzw. gesteuert wird. Es ist zwar noch kein Nachweis für die These der Astrologie, dass es eine Entsprechung zwischen Weltgeschehen, menschlichen Aktivitäten und planetaren Konstellationen gibt. Es ist ein Hinweis, dem nachzugehen sich lohnen würde und der weitere Forschung rechtfertigt. Darf sich die Astrologie überhaupt als Wissenschaft bezeichnen oder ist sie Glaubenssache? Die Astrologie ist durchaus eine Wissenschaft, auch wenn sie keine harte Naturwissenschaft ist, mit einer Theorie, aus der man astrologische Aussagen ableiten könnte. Sie ist damit erst einmal reine Erfahrungswissenschaft, aber Erfahrungswissenschaft heißt nicht, dass die Erfahrungen willkürlich wären. Sie folgen einer inneren Ordnung, die auch äußerlich lehrbar und lernbar ist, sonst gäbe es keine Astrologen. Das Schicksal, keine Theorie zu haben, Erfahrungswissenschaft zu sein, teilt die Astrologie mit vielen anderen Disziplinen, zum Beispiel der Theologie, zum Beispiel weiten Teilen der Psychologie, die sich trotzdem offizieller Anerkennung erfreuen. Was sagen Sie Kritikern, die Astrologie als Humbug bezeichnen oder schlimmer noch als Charlatanerie? Wer den Vorwurf des Humbugs macht, den frage ich: Sie haben sich sicherlich ausführlich mit Astrologie beschäftigt, um zu diesem Urteil zu kommen. Sie können doch sicher Horoskope stellen und deuten. Wenn der Kritiker dann empört ablehnt, entlarvt er sich bereits selbst.
Beim Vorwurf der Scharlatanerie bleibt mir eigentlich die Sprache weg. Ich sage dann in der Regel, ist Ihr Weltbild so pessimistisch, dass Sie von vornherein pauschal eine Berufsgruppe unter Verdacht nehmen. Aber Leuten, die polemisch werden, denen kann man eigentlich schlecht beikommen. Die wollen keine Argumente hören, sondern Recht behalten. Häufige Einwände gegen die Astrologie sind zum Beispiel, dass sich die Sternzeichen in den letzten Jahrhunderten verschoben haben oder dass Astrologen die Erde immer noch als Mittelpunkt des Sonnensystems betrachten. Arbeitet die Astrologie mit einem veralteten Weltbild? Nein, natürlich arbeitet die Astrologie nicht mit einem veralteten Weltbild. Der Tierkreis und die Sternbilder, obwohl gleichen Namens, sind voneinander zu unterscheiden. Der Tierkreis, den die Astrologie benutzt, beruht auf einem Verhältnis von Sonne und Erde und hat mit den Sternbildern nichts zu tun. Die Tatsache, dass die Astrologie die Erde meint, rechtfertigt, dass die Erde perspektivisch in die Mitte genommen wird, aber das ist noch kein geozentrisches Weltbild, kein veraltetes. Wenn ich in einer Reportage über Paris den Eiffelturm in die Mitte stelle, dann wirft mir niemand vor, ich hätte ein eiffelozentrisches Weltbild. Warum, denken Sie, wird die Astrologie in gewissen Kreisen so vehement abgelehnt oder gar bekämpft? Die Astrologie ist umfassend und universal. Sie wendet sich deutend an alle Lebensbereiche des Menschen, seien das rationale Lebensbereiche, sei das Partnerschaft, seien das auch Lebensbereiche, wo es um psychologische und transzendente Bedürfnisse geht. In dieser Hinsicht ist die Astrologie gänzlich anders als alle anderen akademischen Fächer, die sich jeweils in ihre eigenen Schubladen sortieren. Letztlich vertritt die Astrologie, was sie schon immer vertreten hat, nämlich die Einheit von Kosmos und Mensch. Das ist für die einen faszinierend und für die anderen ein Riesenstein des Anstoßes. Genau an dieser Frage scheiden sich die Geister, und zwar vehement. Die Naturwissenschaftler begegnen der Astrologie sehr kritisch, weil sich diese mit statistischen Mitteln nicht ohne weiteres beweisen lässt. Doch warum tun sich die Astronomen mit der Astrologie so schwer? Wir Astronomen sind Physiker zur Hauptsache, Naturwissenschaftler, und berufen uns auf Facts, auf mathematische Tatsachen, auf Messresultate, die belegbar sind. Natürlich, es geht auch mit Statistik, es gibt Wissenschaften, zum Beispiel Psychologie, die sich eher darauf berufen. Aber wenn das auch nicht geht, ja, dann haben wir so unsere Schwierigkeiten damit. Astrologie und Astronomie waren bis ins 18. Jahrhundert keine getrennten Disziplinen. Können Sie sich vorstellen, dass die beiden wieder einmal zusammenfinden? Ich denke eher nein, und vor allem auch deshalb, weil die Astronomie in den letzten Jahrhunderten ganz andere Wege gegangen ist. Man spricht heute eher von Astrophysik, und es geht nicht mehr darum, vor allem die Positionen der Planeten zu berechnen, das natürlich auch, aber vor allem geht es darum, die physikalischen Eigenschaften der Himmelskörper zu messen, den Aufbau des ganzen Kosmos zu erforschen, und das ist ein ganz anderes Gebiet als die Astrologie. Auch die Astrologie und die Psychologie haben sich in den vergangenen Jahren in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Die österreichische Astrologin Hannelore Traugott referiert zu diesem Thema an Fachkongressen. Frau Traugott, Sie halten am Jubiläumskongress der Schule für Erwachsene gerade ein Referat mit dem Titel Astrologie und Psychologie – eine unzeitgemäße Paarung. Welches sind dabei Ihre Kernaussagen? Ich sehe die Fusion oder die Hochblüte der Psychologie mit Astrologie eher in den 60er, 70er, 80er Jahren. Und damals war sie eher den Geisteswissenschaften zugehörig. Und mittlerweile hat sich die Psychologie eher bei den Naturwissenschaften angedient, und es geht so sehr um Statistiken und Messbarkeiten. Und ich denke, hier sind die Weltbilder und auch die Haltungen nicht mehr ganz so kompatibel. In welcher Situation würden Sie jemandem eher einen Astrologen als einen Psychologen empfehlen? In Wandlungszeiten ist die Astrologie definitiv günstig für einen Klienten. Die Psychologie stützt oft mehr Ich und Haltungen der Abgrenzung. Und für Wandlungsprozesse brauchen wir manchmal auch eine konstruktive Destabilität, dass wir Wandel zulassen, oder auch einen anderen Blickwinkel. Es gab eine Zeit, in der Astrologie, Astronomie, Medizin, Philosophie und Mathematik nicht voneinander getrennt waren. Ernst Ott leitet in Karlsruhe eine Astrologenschule und bietet Seminare über die Wurzeln der Astrologie an.
zur Abtrennung, zum Beispiel der Astronomie von der Astrologie, auch der Mathematik und der Philosophie, die früher mit der Astrologie gemeinsam waren, zu dieser Abtrennung kam es äußerlich gesprochen durch eine Art Spezialisierungswunsch dieser neu entstandenen Teilwissenschaften, die dann eben die Welt nur noch in ihrer Sicht, aus der Sicht ihres Fachgebietes erklären wollten, während die Astrologie bei jeder Antwort auf jede Frage immer den gesamten Menschen auch als geistiges Wesen mit einbezogen hat. Der Astrologie wurde als königliche Wissenschaft in allen Jahrhunderten eine hohe Bedeutung zugemessen. Wo liegt der Ursprung der Astrologie? Die westliche Astrologie, die wir hier betreiben, entstand im Verlauf des letzten Jahrtausends vor Christus in Mesopotamien und in Griechenland. Im weiteren Sinne liegt der Ursprung der Astrologie im Geist des Menschen überhaupt. Seit es Menschen gibt, suchen sie, über sich selbst hinauszuwachsen, nach Höherem zu streben, richten den Blick nach den Sternen. Wie kam die Astrologie zu ihren Zuordnungen, also zum Beispiel, dass Krebse häuslich und Steinböcke ehrgeizig sind oder dass der Merkur für Kommunikation steht? Es gibt drei Quellen für astrologisches Wissen. Die erste und primärste ist die Naturbeobachtung, die Himmelsbeobachtung in diesem Fall. Beim Beispiel Merkur, der flinke Merkur, der schnellste der Planeten, der dauernd die Sonne und die Erde verbindet, eignet sich eben als Metapher für das Flinke, das Schnelle im Menschen, für unsere Kommunikationslust, unsere Neugier. Das ist so die erste Quelle. Einfach ein Analogieschluss, wie oben, so unten. Die zweite ist dann immer die Mythologie. Alle Völker haben eben zu Merkur Geschichten erfunden, die genau dem Merkur-Archetypus im Menschen entsprechen. Und die dritte Quelle ist die Erfahrung, die Erfahrungswissenschaft. Man beobachtet, Menschen mit bestimmten Merkurstellungen haben bestimmte Ähnlichkeiten, die sie von anderen unterscheiden. Die Astrologie hat sich in den letzten Jahrhunderten enorm entwickelt. Welche sind die wesentlichsten Veränderungen? Für mich die wesentlichste Veränderung und Neuschöpfung unserer Generationen ist, der Determinismus fällt weg, die wahrsagerischen Ereignisvorhersagen fallen weg. Sie werden ersetzt durch das Wissen, die Persönlichkeit bestimmt ihr Schicksal, gestaltet es, kreiert es mit ihrer Persönlichkeit. Astrologie, wie wir sie verstehen, stärkt den freien Willen des Menschen, denn jedes einzelne astrologische Symbol enthält zahllose Möglichkeiten, gibt uns Wahlfreiheit. Welche davon möchte ich leben? Warum ist Astrologie auch in der aufgeklärten Zeit noch gültig? Weil sie die Aufklärung in sich enthält, als ein Teil, aber darüber hinausgeht. Vieles ist aufklärbar und auch logisch erklärbar im Leben, aber lang nicht alles. Drum braucht es, finde ich, die Astrologie, die eben das Rationale und das Irrationale des Lebens abbildet. Auch beispielsweise jene Lösungen, die wir nicht logisch erarbeiten können, sondern die uns einfach geschenkt werden vom Leben. Auch die visionäre und spirituelle Dimension im Menschen. Für all das hat die Astrologie seit Jahrtausenden eine differenzierte Sprache. Die Astrologin und Psychologin Alexandra Klinghammer befasst sich intensiv mit den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft und mit der Frage, wie diese unser bisheriges Weltbild erweitern. Frau Klinghammer, was haben Sie bei Ihren Beobachtungen herausgefunden? Dass die moderne Wissenschaft und die Astrologie durchaus Berührungspunkte miteinander haben. Wenn wir tiefer in das Leben hineinschauen, wie das die Quantenphysik beispielsweise tut und auch die Astrologie auf ihre ganz eigene Art, dann können wir sehen, dass die Wirklichkeit viel vielschichtiger ist, ja mysteriöser, als wir normalerweise mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Das heißt, beide können uns helfen, auf ihre Art das Leben in seiner Komplexität besser zu verstehen.
Der Schweizer Astrologenbund setzt sich für eine seriöse Astrologie und deren Anerkennung ein. Auch Ihnen ist es ein Anliegen, eine Brücke zwischen Astrologie und Wissenschaft zu schlagen. Wie könnte ein Dialog gelingen? Wissenschaft und Astrologie gelten ja vielen Menschen als unvereinbar oder sogar widersprüchlich. Das sind sie im Grunde genommen aber überhaupt nicht. Sie verhalten sich eher wie zwei Seiten einer Medaille. Wenn wir allerdings nur eine Seite der Medaille anschauen und für richtig erklären, wie das momentan noch die Wissenschaft tut, dass sie nur ihr Weltbild für richtig erklärt, dann verzichten wir letztendlich auf den Reichtum unserer Existenz. Verbinden wir aber beide, dann würde sich unser Wissensschatz sehr rasch vergrößern und wir würden so etwas wahrscheinlich wie einen Quantensprung erleben. Warum denken Sie, ist die Astrologie so wertvoll? Für mich ist das wertvoll an der Astrologie, dass sie uns ein Gefühl gibt, dass unser Leben zutiefst sinnvoll ist, dass wir nicht grundlos hier sind und dass wir auch nicht zufällig sind, so wie wir sind. Jeder einzelne von uns mit seinen Fähigkeiten trägt zum Gelingen des Ganzen bei. Die Erfahrung, dass wir alle, jeder einzelne von uns, in ein größeres Ganzes eingebunden sind, das ist das große Geschenk für mich, das die Astrologie uns geben kann. Und ich denke, diese Erfahrung ist gerade für uns heutige Menschen wichtiger denn je.